Hey, Hubix, hier zu einer weiteren Folge von Pokémon Let's Go Pikachu. Ja, wir sind wieder hier und ja, heute geht's weiter. Sorry dafür, musste kurz das machen. Und ja, wir sind wieder hier in Vertaniawald und müssen gegen die weiteren Leute hier noch bestehen. Und mal gucken, was hier uns sonst noch so erwartet. Pikachu ist das Rare Encounter, haben wir schon ein paar Mal gesehen. Ich würde gerne ein bestimmtes Pokémon hier fangen. Was man schon im Trailer gesehen hat, aber ich kämpfe erstmal gegen diese Dame hier. So, hey, hast du ein großes Pikachu dabei? Oh, auf, nicht auf meiner Schulter. Göre Marina, hallo. Setz Ratzfratz ein. Mirapla, da. So, Absorber bringt sich hier gleich viel wie Säure, also. Oh, damn. Na gut, Levelunterschied. Trotzdem. Obwohl, Mirapla, Giflor. Warum nicht? Wenn wir können. Obwohl, boah, ich hätte halt gern beide, aber beide sind halt vom gleichen Typ. Das ist halt das Problem. Wir werden sehen. Wenn ich eins fange, schauen wir mal. Ich möchte sowieso eins fangen. Das kann doch nicht wahr sein. Hm, du gewinnst 80 Dollar und 3 Pokebälle. Ja, ein bisschen weniger Geld, dafür bekommen wir auch Pokebälle dazu. Ich weiß jetzt nicht, ob es mir so besser gefällt. Der hüpft auf jeden Fall Mirabla. Was ziemlich groß ist. Okay, der will nicht kämpfen. Alles klar. Schon wieder ein Pikachu. Ich möchte aber erstmal das große Mirabla fangen. Weil, warum nicht? Okay, das war daneben. Das war zu wenig. Das war großartig. Ja, das ist halt das Problem, das nicht immer funktioniert gleich. Kommt mir zumindest vor. Aber wir haben das riesige Mirapla gefangen. Egal, es müsste das größte Mirapla sein, das wir jemals gesehen haben. Und natürlich haufenweise XP für die unwichtigeren Pokémon. Aber so sollten wir vielleicht ein Smetpo bekommen gleich mal. Warum nicht? Ich sollte vielleicht einfach die Taubsis hier drin lassen. Rekordmaß auf jeden Fall. 67 cm und ordentlich Kilo. Hui. Das Mirapla hat echt viel gegessen anscheinend. Oh, das ist ein wildes Pikachu. Damn. Level 6 Pikachu. Nee. Ich meine, es ist zwar cool, aber hey ho. Ich habe schon eins gefangen. Okay. Hallo, Schmetpo. Ich hätte nicht gedacht, dass ich ein wildes Smetpo hier sehe. Oh Gott. Es war perfekt fast für Smetpo, aber es hat schon eine orange Linie. Oh, schade. Smetpo. Du möchtest sicher meine nette Himbeere haben. Schade. Oh Mann, es macht Spaß, es werfen. Ich kann nichts machen dagegen. Smetpo, warum? Wow. Okay, ich weiß nicht, wie ich den Curve hier zusammengebracht habe, aber... Jop. Ja, Smetpo! Cool! Smetpo wurde gefangen. Nice. Ich habe gar nicht geschaut, welches Level das jetzt ist, aber hey ho. Level 10? Scheint angebracht. Taubsi recht Level 10. Nice. Rappi Level 7. Rappi Level 5. Okay, Rappi könnte sich jetzt zu Safcon weiterentwickeln, glaube ich. Ja. Der Entwicklungsbildschirm. Meine Güte, der schaut gut aus. Safcon. Bekomme ich jetzt XP auch fürs Entwickeln, oder wie? Schaut das aus.
Oder zumindest Bonbons wäre super. Aber neue Eintrags im Pokédex. Safcon wurde in Eintrags im Pokédex eingesägt. Jawohl. Okay. Härtner, natürlich. Safcons Signature Attack, quasi. Und Smetbo, weil wir es gefangen haben. 40 Kilo hat Smetbo. Damn. Aber es passt gleich auch zur Relation der Größe. So, Beutel. Pokémon Box. Ja, das schaut doch schon mal gut aus. Dann können wir das hier schon mal ablegen. Und das Raubhüter natürlich auch. Und Smetbo ist Level 3. Was kann das dann überhaupt? Tackle? Oh, Wischel und Konfusion. Warum nicht? Hallo, Smetbo. Erstmal. Würde ich sagen. Warum nicht? Smetbo Level 3 aber. Ja, muss es ein bisschen trainiert werden. Aber hilft nichts. Es passt schon. Meine Nase juckt. Das ist immer so eine Sache. Und soll ich wieder die Pokémon zurücksenden? Egal. Kann ich die hier drin bewegen? Ja, kann ich tatsächlich. Ah, das ist gut. Okay. Ich weiß nicht, warum ich das gerade gewechselt habe, aber hey ho. Es war eins der seltenen anscheinend. Es gibt noch ein anderes, wo ich interessiert wäre. Aber mal schauen, ob wir das hier drin überhaupt finden. So, weiter geht's. Jawohl, du hast auch ein Pokémon dabei, oder? Dann lass uns kämpfen. Ich weiß nicht, warum jetzt gerade meine Nase läuft, so ein bisschen. Käsesammler, genau. Käfersammler André. Mit Raupi. Ich meine, die sind noch natürlich schwächer, die Gegner. Aber ich glaube, für Rocco sollten wir jetzt ungefähr gewappnet sein. Ganz ehrlich, ich könnte die Kämpfe erst Smetbo machen lassen. Weil den Rest bringt es ja nichts, quasi. Ach, ich habe wieder verloren. Oh, Raupi, nein. Ah, ja. Herrlich. So, Ah ja, jetzt habe ich kurz einen Brainlag gehabt. Ja. Und zwar Smetbo nach vorne. Und nochmal bewegen. Man kann sich jetzt mal ausrasten. Und ich möchte, dass Smetbo mal mitläuft. Weil das habe ich jetzt auch gesehen, wie das geht. Zufällig hier gerade. So, Smetbo, lauf mit. Ah, hier ist ein Pokéball. Okay. Nimm den doch. Hallo, Pokéball. Boah, das ist noch nicht ganz, ne? Da war der 3DS-Controller besser. Von der... Oder zumindest der Stick war besser in 3DS-Jahren. Oder generell in 3DS-Jahre. Oder vielleicht nur in 3DS-Jahre, ich weiß nicht. Wir haben nur mehr 26 auf 24 Pokébälle. Das heißt, wir dürfen müssen ein bisschen sparen hier. Und ich renne schon wieder ein Mirapla. Naja, whatever. Schau, normalerweise würde ich jetzt einfach gegen Mirapla kämpfen, dass ich mein Smetbo aufleveln kann. Aber, naja. So, hier, Kollege. Ah, ja, Pokébälle sind ihm ausgegangen. Er hat keins gefangen. Alles klar. Hier ist ein Trainer. Entschuldigung, weißt du, ob ich bald bis anleben? Ja, das wäre genau das Pokémon, das ich auch gesucht habe. Toll, Tamara, danke für die Spoiler. Hier ist Nidoran weiblich. Okay, Smetbo, kannst dir mal zeigen, was du kannst. Ein bisschen Konfusion einsetzen und so. Das erste Psycho-Attacke, die man im Spiel bekommt, ist sehr hilfreich. Kratzer. Jawohl, sehr schön, Smetbo. Smetbo gibt alles. Finde ich gut. Sehr schön gemacht. Perfekt. Und das Krisseln, das wird nicht aufhören. Das ganze LP wahrscheinlich, wenn ich diese Software weiterhin benutze, aber
Bis ich kein wieder 10 habe, wird sich das nicht spielen. Schätze ich mal. Weil dann kann ich das reinziehen, dass es in OBS. Doof. Okay, das ist nur quasi rundherum. Und hier ist der Trainer noch, den ich haben wollte. Alles klar. Dun, 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 dun. Kefra Samateo Koku Uuna. Ich weiß, was ich dafür einsetze, denn ich habe auch einen Windstoß, der da wahrscheinlich gleich viel Schaden macht wie in Konfusion. Aber das ist Step. Schauen wir mal, was jetzt gleich passiert. So, Konfusion. Ja, es macht ziemlich gleich. Wenn ich ehrlich bin. So. Verteidigung steigt von Kokona. Windstoß. Didel-di. Sehr schön. Kokona wurde besiegt. Ich habe echt Spaß mit dem Spiel bisher, muss ich echt sagen. Smetbo recht Level 4. Theo wurde besiegt. Was? Ich habe kein fertiges Pokémon mehr? Das ist 3 Pokébälle. Oh, wow. Krass. Du hättest deinem Kollegen hier auch was unten geben können, weil der hat gar nichts mehr. Ich frage mich, ob es die seltenen Pokémon nur an einer Stelle gibt. Oder ob ich wirklich so Pech habe dabei. Das sind halt die Fragen, die ich mich gerade stelle, weil ich möchte ein Bisasam hier haben. Das hat man schon in der Demo gesehen, auf der E3-Demo. Im Treehouse quasi. Das ist wieder ein Smetbo. Da kommen mehr Smetbos als wie Bisasam, hä? Oh Mann. Das ist Level 5. Ah, schade. Doof. Doof für dich, Smetbo. Ehrlich gesagt. So. Hallo, Göre. Wie heißt du denn? Die mussten ja erst einen Namen geben, oder? Afa. Den Namen habe ich noch nie gehört. Oh, können wir gegen Taubsi gewinnen? Das ist die Frage. Windstoß gegen Windstoß hier quasi. Schauen wir mal. Ah, Sandwirbel. Oh. Zeklon Sandwirbel hat's. So. Naja, wir werden irgendwann gewinnen, aber. Kann ich dich verwirren? Das wäre super. Und wie schaut's überhaupt aus? Haben die hier von den Stats irgendwas geändert? Konfusion Nummer 50? Ja, okay, dann macht's weniger. War das immer 50? Ich dachte, das war 60. Ja, wie auch immer. Dann machen wir halt Windstoß. Dann bringt sich tatsächlich mehr. Und trotz Sandwirbel treffe ich. Also man sieht, dass die quasi wieder alle Randomness ein bisschen genervt haben. Was das Ganze noch nerviger macht. Weil so ein zufälliger Crit oder Miss oder Paralyse war dann doch eigentlich schon geiler. Muss ich sagen. So, Willis Kokuna. Flucht. Das nervt mich auch ein bisschen, dass ich nicht quasi über A hinaus, also über Werfen hinaus quasi. Schon wieder ein Pikachu. Ich finde die ganze Zeit eine Pokémon, Smetbo, Pikachu. Aber ich finde das, was ich haben will, nicht. Mann. Oh Gott. Smetbo Army hier. Schade, es verfolgt uns. Lockparfüm. So wie Honig. Alter Smetbo. Wie das uns einkesselt. Wo das hier auch hinfliegt. Dem. Ha. Nein, nicht Safcon. Aha, oh, ich hab's schon gesehen. Ich habe nicht so viel Kontrolle gefühlt, irgendwie. Über den Joy-Con. Also wie über den 3DS-Stick. Gefühlt.
Weil der ging leichter in alle Richtungen und der ist irgendwie so, keine Ahnung, nicht so sanft, nicht so ölig quasi. Keine Ahnung, wie ich das sonst beschreiben soll. So, hey, warte, du willst also, wo willst du eigentlich hin? Ja. Nach Memoria City natürlich. Geh für mal Max. Will ein Safkon. Hm. Ja, komm, gegen Safkon können wir kämpfen, weil wir ja speziell sind. Two-Hit. Sehe ich auch so. Windstoß. Max wurde besiegt. Ich gebe auf, du bist voll stark. Als drei Pokébälle. Ja, schön. Weißt du was? Ich möchte nach dem Pokémon suchen, tatsächlich. Ich tue mir echt schwer mit dem Dodgen hier. Ich weiß nicht, woran es liegt. Keine Ahnung. Flucht. Ich könnte nochmal hier einfach reingehen, weil ich möchte das haben. Ich möchte das echt haben. Oh Gott, war das knapp. Wir sind uns verfolgt. Weißt du was? Wenn wir das schon mal bekommen haben, dann können wir das auch mal ausprobieren. Lockparfüm. Das sind keine seltenen Pokémon. Komm schon. Dieser Sam. Wo ist das denn? Ich will dieser Sam haben. Wow, Mirapla. Warum fangst du für mich Mirapla? Ich weiß es nicht. Warum nicht? Für XP-Purposes, glaube ich. So, jetzt entwickelt sich Hornleo wenigstens mal hier. Pirachi Level 11, damn. Hornleo Level 7. Na nur Hornleo entwickelt sich. Ein Kokona. Kokona wurde für den Eintrag eingelegt und so. Das ist auf jeden Fall das erste Kokona, das wir haben. Das ist gut. Ein Lanterner natürlich. Ja. Wow, das hat super funktioniert. Damn it!
Ich gehe aber hier nochmal runter, weil ich habe das bisher noch nur hier unten gesehen. Das könnte echt area-abhängig sein. Also quasi auch in einem anderen Playthrough hätte ich das gesehen. Ich habe bisher geguckt und es ist nur hier aufgetaucht bisher. Jetzt vielleicht hier einsetzen sollen. Naja, whatever. Bisschen rumlaufen. Und erstmal in Taubsi reinlaufen, alles klar. Ah, ich kann B drücken zum... Okay, das ist interessant. Wenigstens. Na, wo ist dieses grüne Objekt der Begierde? Hier ist noch ein Smetbo. Ich glaube in Let's Go Evoli bekommt man hier... quasi... Na? Bibor, genau, als seltenen Käfer. Und hier ist halt Smetbo. Also ich... Ich sollte das vielleicht rausschneiden. Ich soll das vielleicht nachher machen. Ich weiß nicht. Mate. Du bist Level 3 Pokémon, du kannst dich so einfach raushüpfen, was dem Ball, wenn es dir gefällt. Oh Mann. Mann, oh Mann. Oder was hier? Egal. Egal, bevor ich das Ganze noch mehr anschauen müsst, wenn ich mich hier bekämpfe selbst quasi, mache ich das offscreen. Hilft dir nichts. Ich wollte nur gucken, was hier sonst noch so alles rumfleucht. Ich glaube, ich habe jetzt alles gesehen, bis auf das eine Pokémon eben. Wenn es auftaucht, dann geil, sonst Pech. Ich muss auch auf die Cries hören so ein bisschen. Naja, whatever. Schon Pikachu kommt. Und das taucht. Naja, es war ja klar, dass Raub irgendwann direkt vor mir auftauchen muss. War ja klar. Naja, whatever. Bah, sorry. Okay. Weiter geht's. Raupi, diesmal sehe ich dich. Ja, Pikachu, aber kein Pisasam. Ich weiß. Hallo. Oder ist quasi nur so Pikachu mittelselten und Bisam ist wirklich selten. Whatever. Gehen wir raus und bevor ich es noch weiter verzögere, rede ich noch mit dem Dude hier. Je höher die WP, desto höher die Werte, ja. Sollte das Pokémon Go jetzt... Das ist eigentlich quasi nur die Stats zusammengezählt. Also nichts wirklich Besonderes. So, Mirapla gibt es natürlich hier wieder und ich sollte vielleicht noch mein Team ein bisschen aussortieren. Das zum Beispiel, ja. Und dann mache ich natürlich... Naja, ich habe 13, also nicht so das Problem. Radfratz! Warum? Damn. Perfekt. Super Radfratz wurde gefangen. Sehr gut gemacht, Ratzi, Fratzi. Oh Mann. Ach, du kommst wie gerufen. Ja, ich wurde gerufen. Wusstest du, dass es in dieser Stadt eine Pokémon-Arena gibt, Hubex? Da kann man gegen einen super starken Trainer antreten, der ansonsten Arenaleiter genannt wird. Gegen einen Arenaleiter zu kämpfen ist zwar kein Zuckerschlecken, aber wenn wir stärker werden wollen, führt kein Weg vorbei.
Schau mal, Pikachu weiß auch schon ganz schön heiß auf den Arena-Kampf. Stimmt doch, Pikachu. Ich verstehe auf jeden Fall voll hinter euch. Hier. 5 Tränke von Walter. Ich war in Spedierladen, weil ich mir ein bisschen Preisgeld angespart hatte. Hoffentlich helfen sie dir, bei den Arena-Leiter zu besiegen. Das ist nämlich ein erster wichtiger Schritt auf dem Weg zur Pokémon-Liga. Also viel Erfolg euch beiden. Ihr schafft das. Okay. Sehr schön. So, wenn wir schon mal hier sind, können wir mal die Stadt erkunden. Hast du eine Ahnung, was ich hier mache? Ja, Blumen machen. Ah, gut. Auch wenn es danach aussieht, dass es knallharte Arbeit. Was du denn, Kollege? weißt du, was ich hier mache? Ja. Gut, ich schaffe hier ganz schön. Die Arbeit will ich heute kein Unternehmen. Alles klar. Da komme ich ja noch nicht vorbei. Oh, Georg, hallo. Ah, Georg, kleinständig Idiot. Ah, Mann, Mann, Mann. Gehen wir mal hier rein. Töte. Ich will etwas kaufen. Pokebälle. 33 habe ich. Dann kaufe ich mir 17. Ja. Vielen Dank. Ein Premierball. Yay. Dankeschön, Kollege. Weißt du, Leute, mal was habe ich noch so wie viele Käfer sind? Aber ganz anders, ja. Sind sie auch in der Stadt-Arena-Leiter geworden, weil er nur von Käfertypen umgeben ist. Naja, whatever. Mit Geld sollst du verantwortungsvoll umgehen, hörst du? Aber manchmal hat es auch Spaß, einfach einen ganzen Haufen Pokéball zu kaufen. Ja, das stimmt. Nidoran Sitz. Ja, fast. So funktioniert es nicht ganz, aber okay. Wir haben unser Pokémon per Tausch erhalten und kommen nur schwer mit ihm zurecht. Das versucht uns zwar recht schnell voran, doch schwachen Training gehört es nicht. Wenn wir doch nur ein paar Orden hätten. Tja. Gib's mir. Just saying. Also, den haben wir schon geredet. Ich bin ein Idiot. Whatever. Schauen wir uns weiter um hier. Wie gesagt, den Typen habe ich noch nicht angeredet. Ah, ganz schön kühl. Es ist echt ein Segen, dass man jetzt im Schatten eines Berges liegt. Hier ist immer so angenehm frisch. So wie ich. Ah, Blüten. Jetzt hat man unter dem Pflaster etwas gefunden. Nanobeere. Sehr schön, Smetbo. Dankeschön. Oh, ich möchte wissen, ob das random ist. Hier ist auf jeden Fall der Zerschneiderbusch. Deswegen kommt man hier noch nicht hoch. Doch, man kommt hier hoch. Aber nur über den seitlichen Eingang nicht. Da war ja was anderes, ne? Boah, weiß ich gar nicht mehr. Also wirklich, Fleckmann, siehst du da immer so störrisch ein? Oh, hallo Junge, aber könntest du mir einen Gefallen tun? Ja. Es ist so, eigentlich hatte ich einen Besuch im Memorialsäum geplant, aber nun hat mein Flagman hier beschlossen, das nicht mehr vom Flag zu bewegen. Flag! Könntest du vielleicht hier bleiben und auf mein Flagman aufpassen, bis ich wegkomme? Wiederkomme. Es dauert auch bestimmt nicht lange. Klar. Danke sehr freundlich von dir, dann lasse ich euch bei den Weichen allein, ja? Einen komplett fremden Pokémon antrauen. Ja, das ist schön. Ah, es gibt eine eigene Cutscene dafür. Du hast erfolgreich zusammen mit Fleckmon und Faulenz. Jawohl! Ich hätte keinen Fleckmon, ehrlich gesagt.
Ich hätte gern so viele Pokémon. Oh, danke, dass du so gut auf mein liebes Fleckmon aufpasst. Hier, was für dich. Riesenperle von Frau. Im Beutel. Komm doch mal wieder vorbei, wenn du Zeit hast. Ja. Kann ich machen. Alles klar. Eine Riesenperle habe ich bekommen. Damn. Ja, Mondsteine. Hier ist die Arena. Wir könnten die Arena gleich machen, aber hier unten ist noch was, sehe ich gerade. Hinter dem Pokémon Center. Und ich muss die Perle verkaufen. Das ist wichtig. Perle. Hallo, schau, guck mal, ich habe... Nee. Obwohl. Vorhin zwei. Feuerheiler werden wir noch nicht brauchen, aber ein Aufwecker haben wir definitiv noch welche. Weil jetzt kommt der Mount. Quasi die Sing-, die Gesangs-Pokémon, die ganzen. Fahrerheiler kann man auch immer genug brauchen. So, okay. Ich freue mich auf deinen nächsten Besuch, ja? Ich mich auch. Und ich habe schon wieder das Wichtigste nicht gegeben. Warum? Es ist immer wie beim Einkaufen, auch bei mir im echten Leben. Ich gehe für was hin, kaufe total andere Sachen, als was ich brauche. So, ich will etwas verkaufen, weil ich habe nur 500 Money und das wäre die Riesenperle, bitte. Ja, 4000, easy. Easy Money. Wie gesagt, hier ist noch ein bisschen was anzusehen. So, was ist denn hier drin? Ist das das Schneiderhaus? Okay, zu fangen, einfach Pokémon genau in der Mitte triffst. Ja, gibt keine Erfolgsschritte. Mit Erwachsenen, warte, Pokémon neu attacken. Und euch jetzt hier Ems beibringen. Stimmt, Ems. Ah ja, stimmt, das lieber kannst du schneiden, ich Idiot. Ah, ich bin neugierig, wie das dann aussieht. Naja, whatever. Kann ich hier durch? Nope. Kann ich hier hintergehen? Tatsächlich, um einfach Hidden Items. Das ist cool. Findest du eine Kapsel? X-Abwehr. Okay. Aha. So funktioniert das also. Alles klar. Cool eigentlich. So, Pokémon Center. Hier spielen Leute mit der Switch. Ja, klar. Ich dachte, Pokémon dem Mädchen hier. Ich habe zwei Pikachu, deswegen macht es mir nichts aus, wenn ich eins abgebe. Wahrscheinlich die andere zwei Evoli. Für schlappe 500 kriegst du eine Tüte knusprige Klamotten, die aus Kanto ihr gesehen hast. Die Memoria Cracker. Her damit. Die Firma dankt, aber sei es, wie es Dinger sind steinhart. Eine Tüte Memoria Cracker. Schau mal, Cracker, echt mit Ä? Im Deutschen? Wusste ich gar nicht. Krass. Na du, gib mir. Heil meine Pokémon. Sollte ich bis Level 12 trainieren? Ich weiß es nicht. Ist es notwendig? Ich glaube eigentlich nicht. Ich glaube, wir sind perfekt gerüstet, außer Smetbo eben. Was macht der hier? Der schaut so suspicious aus. Was? Die Rocket ist auf dem Mondberg? Nicht sehr viel generell, das stört mich nicht. Foreshadowing. Hallo. Rocket, der Rallye-Leiter von Morris, ist ein Profi im Umgang mit Gesteins-Pokémon. Wofür einen Vorteil gegen sie verschaffen willst, sollst du Attacken der Typ Pflanze oder Wasser einsetzen. Du musst die Wechselwirkung zwischen den Typen gut einbringen, wenn du gegen einen Rallye-Leiter bestehen willst. Ja. Ich glaube auch. Okay. Na gut, wir haben Memoria City erforscht. Nächstes Mal, ich fange jetzt offscreen noch was. Und nächstes Mal werden wir dann die Arena stürmen und dann Richtung Mondberg aufbrechen. Also danke fürs Zusehen und bis dahin. Spiel.